Kurz informiert bei Heise Online mit Marie Koch. Erstmals seit 2012 haben die Bundesbürger wieder öfter Kurznachrichten genutzt. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 7,8 Milliarden SMS verschickt und damit 0,8 Milliarden mehr als 2020. Das geht aus einem Papier der Bundesnetzagentur hervor. Behörden vermuten, dass dies unter anderem an der verstärkten Nutzung der Zwei-Faktor-Authentifizierung liegen könnte. Viele kleine und mittelständische Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern haben aus Expertensicht nach wie vor großen Bedarf an professioneller Unterstützung bei der Digitalisierung. Die meisten Unternehmen wüssten zwar, dass der digitale Wandel stattfinde, sagte die Leiterin des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Rostock. Es fehle aber oft an der Analyse, wo sie einen Nutzen für sich daraus ziehen könnten. Der schwedische Parkdienstleister EasyPark will ab Ende März deutsche ParkNow-Nutzerkonten in seine eigene App überführen. Zuvor hatte das Unternehmen bereits mit der Übertragung von Nutzerkonten in Österreich und der Schweiz begonnen. Nutzerinnen und Nutzer in betroffenen Kommunen erhalten ab kommendem Montag schrittweise Aufforderungen, um ihr Konto zu übertragen. Gleichzeitig würden die Informationen an den Parkscheinautomaten angepasst. Mit dem Übergang zu EasyPark greifen neue allgemeine Geschäftsbedingungen und eine neue Datenschutzrichtlinie. Diese müssen Nutzer zunächst annehmen. Sobald alle Kunden, die EasyPark nutzen möchten, ihr Konto übertragen haben, wird die ParkNow-App abgeschaltet. Der Hopper, eine Mischung aus Pedelec und Auto, die gerade in Augsburg entwickelt wird, ist nun vorbestellbar. Als Anzahlung werden dafür 300 Euro fällig. Das geht aus einem Tweet des Unternehmens Hopper Mobility hervor. Alternativ kann die potenzielle Kundschaft gleich 6.500 Euro auf den Tisch legen. Sie muss allerdings bis Mitte 2023 warten, bis nach derzeitigen Planungen das Gefährt ausgeliefert wird. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de. Werbung. Unser großes IT-Security-Event, die SEC-IT, findet endlich wieder in Hannover statt. Am 30. und 31. März erwarten Sie Fachvorträge auf drei Bühnen zu Themen wie Active Directory und Umgang mit Cybersicherheitsvorfällen, eine Ausstellung wichtiger IT-Security-Anbieter, praxisnahe Workshops mit Security-Experten und natürlich Feierabendbier. Erhalten Sie handfeste Anleitungen, um die IT-Sicherheit Ihres Unternehmens zu steigern. Mehr Infos unter sec-it.heise.de.